hab's! Ich hab's! Ja! Ich habe eine Fußgängerbrücke! Meine lieben Freunde! Moinsen und herzlich willkommen zurück zu City Skylines 2, immer noch in der Vorab-Version. Und meine lieben Freunde, ich habe mir, glaube ich, gerade in der letzten Episode am Ende den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich bekam eine Warnung, dass ich einen Stromengspaß habe. Irgendwo in der Stadt haben Stromleitungen oder Starkstromleitungen ihre Kapazitätsgrenze erreicht, weshalb sich ein Engspaß gebildet hat. Gebäude, die sich im Gebiet des Engspaßes befinden, sind von der Stromzufuhr abgeschnitten und erhalten nicht die erforderliche Menge an Strom. Finden Sie die Stromleitung oder Starkstromleitung, deren Kapazität überschritten wurde. Okay, das müssen wir jetzt machen. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns City Skylines 2 in der Vorab-Version reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier findet, dass wir das machen. Also das habe ich, seit ich das Umspannwerk von hier nach hier drüben verlegt habe. Seitdem habe ich irgendwie jetzt diesen Kapazitätsengspaß. Das ist natürlich auch interessant, ja. Sie müssen das Gebiet überbrücken, in dem sich der Engspaß befindet. Tun Sie dies, indem Sie den Stromfluss mithilfe eines Umspannwerks und einigen Starkstromleitungen umleiten. Aha. Ich meine, gut, hier oben haben wir auch einen Stromengspaß. Nicht genügend Strom. Dieses Gebäude hat nicht genügend Strom. Okay, Moment. Wie viel Strom haben wir denn im Output? Also, Verfügbarkeit ist im Plus. Das ist nicht das Problem. Die Verfügbarkeit, die ist am Start. So, das heißt, wir müssen jetzt also eine Starkstromleitung flussaufwärts verlegen oder was? Und müssen dann da noch ein Umspannwerk machen. Du musst wahrscheinlich im Norden ein neues Umspannwerk bauen. Ich schätze mal auch, wa? Es sieht ganz danach aus. Wahrscheinlich, weil ich es jetzt von hier nach da verlegt habe, habe ich mir jetzt hier schön das Problem ins Haus geholt. Okay, egal. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir machen eine Stromlinie hier über den Fluss und ziehen die jetzt mal hier so nach oben an der anderen Flussseite lang, damit wir hier nicht unsere Stadt zubauen mit Stromleitungen. Genau, und legen das dann jetzt einfach mal hier schön im Norden, legen wir das jetzt einfach hier drüber und hier drüber und dann hier drüber, hier drüber, und dann knallen wir jetzt hier oben, da wo die Ölverarbeitung ist, knallen wir jetzt direkt noch ein Umspannwerk hin, würde ich sagen, so. Und so und so. Und dann gucken wir mal, ob das jetzt schon den Engspaß behebt. Müsste ja. Ja, genau, hat funktioniert. Okay, wie sieht es jetzt aus mit der. Genau, jetzt ist das hier besser versorgt wieder. Und jetzt haben wir schon mal keinen Engspaß mehr. Okay, also da muss man dann also drauf achten, dass man auch mehrere Umspannwerke mit der entsprechenden Kapazität am Start hat. Das ist doch gut, genau. Jetzt frage ich mich natürlich, Stromverbrauch, genau, der Stromverbrauch ist in den großen Gebäuden natürlich entsprechend hoch, in den kleinen Gebäuden natürlich entsprechend niedrig. Genau, und hier haben wir jetzt nochmal, genau, haben wir jetzt wieder Gas. Da könnt ihr ja mehr outputten hier jetzt, ne? Das ist ja hier unsere Ölförderanlage hier, genau. Jetzt sind die nämlich hier auch deswegen wahrscheinlich, guck mal, die sind auf Stufe 5 aufgestiegen. Daran könnte das liegen. 5 von 5. Und steigern gerade auch die Effizienz. Ich glaube, daran liegt das so ein bisschen auch. Und wir haben ja jetzt auch den Exporthafen noch, den Frachthafen. Auch das kann dabei natürlich eine Rolle spielen. Die haben hier jetzt Metalle angeliefert und Holz. Das ist natürlich gut. Ihr habt mir auch gesagt, ich kann den Frachthafen erweitern mit einer Bahnstrecke. Ich sag's mal so, das machen wir jetzt noch nicht, weil wir haben ja jetzt hier noch die Möglichkeit, die LKW-Kapazität auch zu nutzen, um diesen Hafen einzubinden in unseren Warenkreislauf, in unseren Warenverkehrskreislauf. Und wenn das nicht ausreicht, können wir ja dann vielleicht hier vom Güterbahnhof aus noch eine Untergrundstrecke legen, die dann entsprechend den Güterbahnhof mit dem Hafen verbindet, sodass die Güter noch ein bisschen zentraler in der Stadt verteilt werden können. Das ist natürlich auch eine Idee. Oder direkt auch über die Schiene noch exportiert werden können. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Genau. Momentan, ja, ein bisschen wirkt es sich schon aus, dass hier ein bisschen weniger ankommt jetzt schon. Das war immer so bei um die 7000 hier. Jetzt sind wir schon bei 6800 noch was. Müssen wir mal gucken auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall eine schöne Sache, dass wir jetzt auch einen Hafen haben. Genau. Und unsere Industrie haben wir ja auch sowieso schon ausgebaut. Guck mal, alter Schwede.
Seit wir den Hafen haben, haben wir aber auch richtig hier Gas gegeben. Guckt euch das mal an. 563 Bilanzüberschuss. Da geben wir jetzt richtig Gas hier. Naja, das wirkt sich halt auch aus wahrscheinlich, wenn die hier direkt am Hafen ihre Produkte exportieren können. Da kommt auch schon ein Lieferant. Was hat der geladen? 25 Tonnen Getränke, okay. Jetzt haben sie Getränke reingepackt und die müssen exportiert werden. Ja, 247 Tonnen haben wir drin im Umschlag, genau. Ja, da bin ich mal echt gespannt. Das wird auf jeden Fall dann hier dazu führen, dass natürlich hier der Frachtverkehr zunimmt. An dieser Straße vor allem auch. Da werden sehr viele LKW langfahren. Wir sollten vielleicht auch versuchen, wenn wir Industrie ausbauen, die dann auch hier in der Nähe vom Frachthafen auszubauen, damit die Wege für die Industrie vielleicht auch recht kurz sind, damit die da nicht direkt nebenan am Start sind, genau. Was haben wir hier? Was ist das eigentlich? Grundwasser. Ach so, das ist Grundwasser. Haben wir hier noch irgendwelche Sonderressourcen? Dass wir die jetzt nicht zubauen, wenn ich jetzt hier Industrie mache. Holz. Ja gut, hier haben wir, das haben wir schon ganz gut ausgenutzt. Hier könnte man vielleicht den einen Betrieb noch ein bisschen größer machen. Da wird man vielleicht den Output noch ein bisschen steigern. Okay, nee, da ist eigentlich jetzt erstmal nichts weiter. Dann würde ich sagen, machen wir mal hier jetzt noch ein bisschen mehr Industrie gleich noch hin. Wenn wir schon mal davon sprechen jetzt. Das war ein Autosave. Ich habe immer, wenn er so Überlegungszeiten hat, dass er so ein bisschen so anfängt zu ruckeln, da habe ich immer ein bisschen Angst, dass dann das Spiel abstürzt. Weil es ist durchaus noch ziemlich shaky tatsächlich. Aber ja, es ist manchmal dann auch tatsächlich nur ein Autosave und kein Crash. Also insofern passt das. Genau, mach mal da noch ein bisschen Industrie hin. Da ist ja noch recht viel Fläche. Schön gegenüber von der Müllkippe, genau. Da kann man das mal machen. Holzindustrie aufbauen. Dann musst du nicht kaufen. Ja, das haben wir schon hier hinten. Da haben wir eigentlich schon einiges. Da fehlen uns aber irgendwie die Mitarbeiter noch. Da sind wir sogar schon auf Stufe 4 von 5. Nicht schlecht. Ja, Mitarbeiter fehlen da. Da müsste man vielleicht mal schauen, ob man vielleicht hier nochmal eine zweite Straße macht, die dann von hier vielleicht drüber geht noch. Oder eventuell eine Buslinie vielleicht mal dahin baut. Weil das kann auch sein, wenn die da natürlich nicht hinkommen zu ihrem Arbeitsplatz, wenn die so weit fahren müssen oder laufen müssen oder keine Ahnung, dass die vielleicht dann da gar nicht hinkommen. Machen wir es mal so. Dann können sie nämlich von hier drüben auch dahin fahren noch. Wie sieht es hier bei der Agrar aus? Ja, da sieht es nämlich gut aus mit den Arbeitsplätzen, siehst du? Da haben wir auch eine hohe Effizienz. Apropos, können wir da nochmal was machen? Da können wir bestimmt auch nochmal was machen, oder? Ja, guck mal hier, da geht noch was. Ja, dann machen wir hier noch einen Betrieb jetzt. Warte, dass möglichst viel abgedeckt ist von dem fruchtbaren Bereich halt, ne? So, und dann hier zumachen, genau. Und da haben wir wieder eine neue Agrarfläche aufgezogen. Ah, guck mal hier. Jetzt, habt ihr das gesehen? Jetzt ist die Nachfrage nach Arbeitskräften gesunken. Das ist wirklich vor allem der Verkehr oft. Die meisten Probleme, das ist bei City Skylines 1 schon so gewesen. Und ich sag's nochmal, das ist in City Skylines 2 nicht anders. Die meisten Probleme kommen vom Verkehrsnetz. Ja, die meisten Probleme kommen vom Verkehrsnetz, wenn etwas nicht erreichbar ist oder der Weg zu lang ist. Naja, das ist dann eher ungünstig natürlich für die Leute. Die müssen ja dann Umwege fahren oder länger fahren. Und wenn sie zu lange unterwegs sind, kann es auch durchaus sein, dass sie gar nicht ankommen vielleicht. Oder wenn sie ewig im Stau festhängen, kommen sie nicht an. Das ist halt so ein bisschen das Thema. Deswegen muss man immer schauen, dass die Leute auch von A nach B kommen. Das ist eigentlich, in der Stadt ist das so ziemlich das Wichtigste überhaupt. Verkehrsplanung. Die Straße war es. Genau, Krankenwagen dürften eigentlich auch kein Problem sein. Ich glaube, auch da ist momentan die Verstopfung der Straßen eher das Problem als die Tatsache, dass wir nicht genug Krankenwagen haben. Weil eigentlich ist ja hier direkt das Krankenhaus direkt gegenüber. Aber da seht ihr aktive Fahrzeuge, 1 von 30. Also, naja, das heißt, da sind anscheinend schon die Kliniken dran. Wir haben ja hier eine Klinik. 4 von 10, ja. Also die sind dran, aber die kommen anscheinend nicht schnell genug hin. Weil anscheinend Stau ist. Da wäre jetzt natürlich gleich mal die Frage, lohnt es sich hier, diese Straße noch zu upgraden nochmal? Wäre vielleicht eine Idee. Warte, dass wir die noch zu einer großen Straße machen. Wir haben ja hier noch die Möglichkeit, 6-spurige Straßen draus zu machen. Muss man mal gucken. Geht das hier an jeder Stelle? Damit man natürlich wieder ein paar Gebäude los, weil die natürlich platztechnisch dann wieder weggeschoben werden. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Lass das mal machen.
Lass das mal upgraden noch. Dann haben wir auch die Straßenbahnen eine extra Strecke. Guck mal, das geht. Hier, warte mal, wenn wir hier den Park ein bisschen verschieben oder den Platz, dann können wir hier auch nochmal upgraden eigentlich. Und hier den Streifen würde ich vielleicht auch noch upgraden. Lass das mal machen, lass das mal upgraden. Das ist ganz wichtig. Das ist essentiell wichtig. Genau, dass wir das so verschieben hier so ein bisschen. Dann machen sie sich hier die Zone neu, die orientieren sich da neu. Und dann graden wir das jetzt hier noch ab. Und hier könnten wir nochmal einen Kreisverkehr dann auch setzen tatsächlich. Guck mal, so passt das. Ja, jetzt wird hier richtig in die Hände gespuckt, meine lieben Freunde. Das war ein Autosave, der kleine Leck. So. Und hier bis zum Kreisverkehr gehen wir da jetzt, genau. Hier ist auch schon Kreisverkehr. Ich glaube, das sollte den Durchfluss nochmal fördern. Und hier machen wir jetzt, oder hier machen wir einen Kreisverkehr vielleicht. Und hier entfernen wir vielleicht einfach die Ampeln. Oder wir machen an beide Kreuzungen Kreisverkehr hin. Muss ich mal gucken. Nee, warte, das ist hier. Kreisverkehr. Ja, da müssen wir den Park noch ein Stückchen rüberschieben, okay. Schieben wir den Park noch ein Feld nach drüben. Und machen hier den Kreisverkehr rein. Ich glaube, die anderen Gebäude... Ah, nee, warte, das ist hier der Vertigo-Square, der im Weg ist. Moment, den müssen wir verschieben. Den müssen wir hier mal ein Stück rüberschieben, sonst passt das nicht. Genau, wir brauchen das Feld hier noch für den Kreisverkehr. Sehr schön. Wunderbar. Na, vielleicht gleich noch eine Nummer größer. Was soll der Geiz? Überlappende... Ah, da ist der Park wieder im Weg. Na, dann passt das jetzt erstmal so. Alter, was ist da los, ey? Wie viele Leute da unterwegs sind. Guckt euch das an. Ja, ich glaube, solche kleinen operativen Eingriffe in die Stadtplanung sind schon nicht verkehrt tatsächlich. Weil das ist nämlich oft einfach das größte Problem. Wenn der Fluss nicht läuft, der Verkehrsfluss, dann ist das halt einfach ein Problem. Und jetzt sind halt, wie gesagt, auch die Straßenbahnen separat an der Stelle und müssen sich nicht mehr da mit dem Verkehr da den Weg teilen. Das sorgt auch dafür, dass der Verkehrsfluss wieder besser funktioniert auch. Ampel wegmachen, ja, da überlege ich noch, ob das so sinnvoll ist, weil es führt bestimmt wieder zu mehr Unfällen auch. Genau, da meinte auch irgendeiner, ja, die wollten doch irgendwelche Tools für Ampel machen, jetzt sind die nicht drin. Doch, die sind drin. Also nochmal zur Erklärung, wenn ihr die bei euch nicht habt, ihr müsst die freischalten über den Fortschritt hier, über den Fortschrittsbaum. Wenn ihr die nicht freischaltet, habt ihr die Ampeleinstellung auch nicht. So, jetzt habe ich die Ampel entfernt. Mal gucken, ob das noch praktikabel ist jetzt. Jetzt haben wir hier indische Zustände. Jetzt fahren sie, wie sie wollen. Aber das kann durchaus auch ganz gut funktionieren, tatsächlich. Das ist jetzt hier natürlich wieder so eine Straße, wo sich die Straßenbahn das auch wieder teilen muss mit den Fahrzeugen. Das ist natürlich auch nochmal so ein Punkt. Aber jetzt hat es sich schon ein bisschen aufgelöst. Es ist auf jeden Fall kein Stau mehr hier an der Kreuzung. Genau. Hauptsache, der Knoten platzt. Das ist immer ganz wichtig. Egal, wie er dann am Ende platzt. Aber Hauptsache, er platzt. Hier haben wir gar keine Staus im Industriegebiet. Da geht's eigentlich. Da fällt gar nicht so viel Verkehr an, interessanterweise. Das ist ganz gut. Ich würde da den Fußgängerweg wegmachen. Den Fußgängerüberweg. Ja, da muss man natürlich auch aufpassen. Ne? Die Leute können natürlich auch nicht über die Straße fliegen. Da müsste man denen dann vielleicht irgendwie eine Fußgängerbrücke hinbauen über die Straße. Das wäre vielleicht eine Idee. Guck mal, wir haben ja da auch überdachte Fußgängerbrücken. Die gibt's ja dann sogar auch. Bei der Schaufel, genau. Wir müssen es von hier ziehen. Von hier und dann da. Ja, natürlich auch wieder hoch, Spielbär. So, und dann hier in das Quadrat rein, genau. Jetzt haben wir es. Und dann können wir es, glaube ich, nach unten ziehen. Genau, jetzt geht's. Ja, also Fußgängerüberweg ist nicht unbedingt so einfach. Warte mal, schieb mal hier den Park noch ein Stück rüber einfach. Vielleicht ist das einfach auch gerade das Problem hier. Der hat ja hier noch einen Platz. So, jetzt nochmal. Das ist ein bisschen ein Gefrickel, ich weiß. Aber das war auch im ersten Teil schon ein Gefrickel mit den Fußwegen. Das haben sie... Das ist immer noch genau dasselbe Problem einfach. Okay, was haben wir denn für ein Problem? Ungültige Form, überlappende Objekte, Entfernung zu gering. Wenn du auf das kleine Höhentool klickst, kannst du die Höhenstufen auch verkleinern. Ja, ich glaube, wir müssen die Höhenstufen verkleinern. Nochmal wegmachen.
Ah, so, ja, okay, das Höhensymbol. Okay, verstehe. Ja, guck mal, jetzt haben wir 5 Meter. Ja, das ist guter Hinweis. Das ist ein richtig guter Hinweis. Und jetzt ist es zu niedrig. Ne, warte mal, irgendwas stimmt jetzt wieder nicht. Jetzt muss ich es gerade machen. Jetzt ist es zu niedrig und jetzt fahren die LKW dagegen. Mal mit 8 Metern probieren. Okay, jetzt hat er's. So. Jetzt probieren wir es mal hier wieder runter zu machen. Sozusagen. Mal gucken, ob es so geht. Vielleicht mit diesem Abstand, den ich da jetzt... Oh, warte mal, das könnte funktionieren. Ja, das funktioniert. Nice. Das ist ja der Wahnsinn. Okay. Aber das ist doch ein ganz schön schwieriges Gelände, wo ich das versuche. Ja, das ist ein ganz schönes Gefricke, ja, auf jeden Fall. Also vielleicht, da muss ich noch mal ein bisschen üben. Vielleicht, wenn ich da noch ein bisschen übe, dass ich das noch ein bisschen besser hinkriege, vielleicht. Weiß es nicht. Okay, warte, da war's, da war's, da war's. Tu es doch. Es ist doch, es geht doch. Was willst du denn nur von mir? Es geht doch. Es geht doch. Überlappende Objekte, was denn nur für ein Lappen? Eine Spirale soll ich machen. Nee, ich will ja keine Kunstwerke machen. Ich will nur so einen verdammten Abgang machen. Ich will doch nur einen Abgang machen. Ah, da, da, da. Da. Ich hab's. Ich hab's. Ja, ich habe eine Fußgängerbrücke. Meine lieben Freunde, eine halbe Episode haben wir hier gebraucht für die Fußgängerbrücke. Gleich speichern, speichern. Sie ist ein bisschen schief. Okay, ich gebe es ja zu. Sie ist ein bisschen schief. Das ist ein bisschen so die, die indische Variante einer Fußgängerbrücke, aber egal. Passt. So, jetzt können wir den Überweg wegmachen da. Weil jetzt können sie ja da über die Brücke rüber eigentlich. Warte, warte, warte. Überweg hier wegmachen. Genau. Haben sie jetzt Pech. Müssen sie oben drüber. Aber es funktioniert immerhin. Nicht schlecht. Und damit haben wir natürlich jetzt da ein Nadelöhr weniger. Sieht geil aus, ja. Man muss auch mal was versuchen, ja. Definitiv. Und wir können ja da jetzt noch ein paar Bäume auch hinmachen. Warte. Hier, Moment, Pflanzen. Machen wir mal hier den Pinsel. Uiuiui, mach den Pinsel mal ein bisschen kleiner. Mach den Pinsel. Der Pinsel ist zu groß. That's what she said. So, hier. Hier. Mach mal hier höhere Pinselstärke. Ich will hier richtig dicken Pinsel, will ich hier. Können wir da sowas noch hinmachen? Ja, genau. Hier mal so ein paar Pflanzen einfach. Dass das ein bisschen schöner noch aussieht. Dass es nicht so kahl aussieht. Genau. Hervorragend. Wir haben eine Fußgängerbrücke gebaut. Nicht schlecht. Ja, das kann man ja dann zum Beispiel auch bei Zügen und so kann man das ja dann theoretisch auch machen. Aber es ist ein ganz schönes Gefummel. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, es könnte vom Gefälle her auch eigentlich noch viel steiler sein. Ich verstehe auch nicht, warum man da nicht einfach Treppen macht. Das müsste noch irgendwie gehen, dass er dann, wenn es etwas steiler ist, einfach, dass er dann einfach in den Treppenmodus oder so geht. So ein bisschen wie bei Planet Zoo. Da ist das ja auch so, dass er dann einfach statt einer Rampe einfach eine Treppe macht. Aber nicht anfängt zu meckern von wegen, das kann ich da nicht machen. Aber ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden, meine lieben Freunde, dass wir das jetzt hier hingekriegt haben. Nicht schlecht. Hat zwar ewig gedauert. So, und das machen wir jetzt an allen Kreuzungen. Nein, um Gottes Willen. Ja, obwohl, warte mal, wo haben wir denn noch eine Kreuzung, die problematisch ist, so was so übergangsmäßige Situationen angeht? Hier wäre es vielleicht noch ganz gut. Hier, wo der Spielplatz ist. Also ich glaube, da müssen wir den Spielplatz wegmachen. Vom Platz her wird das nicht gehen sonst. Wobei hier das Gelände ein bisschen verzeihender ist auch. Und eigentlich müsste man diesen Aufgang ja dann an jeder Kreuzung, also auch überall hier machen. Einmal rundum. Stimmt, warte mal. Boah, jetzt werde ich voll kreativ, meine lieben Freunde. Passt mal auf, was ich jetzt versuche. Das wird mich wahrscheinlich 3 Stunden kosten jetzt. Noch höher. Was hatten wir gesagt? 7,5? Machen wir mal 8. 8,75 Meter. Dass er nicht hier wieder meckert von wegen hätte. Ihr schlauen Menschen. Aber es ist eine ungültige Form. Können wir den Spielplatz da mal noch ein bisschen wegschieben vielleicht? Oder vielleicht den Spielplatz... Mach den mal hier rüber, den Spielplatz. Sonst habe ich da nicht genug Platz. Lieber Bauplatz als Spielplatz. Jetzt sehe ich hier leider das Raster nicht, warum auch immer. Es wäre irgendwie praktisch, wenn man das jetzt hier sehen könnte. So. Ja, hier ist der Bogen irgendwie größer. Das liegt aber auch irgendwie am Kreisverkehr. Der ist irgendwie auch nicht richtig, weil hier die Straße breiter ist als hier. Wird das wahrscheinlich mit einem perfekten Kreis jetzt auch nichts. Aber gut, so ist das halt. Muss man halt mit leben. Machen wir mal so. Und dann von da nach da.
Oh nein, warte. Von da nach da. So, und dann von da nach da. Hauptsache, es funktioniert erstmal. Ja, Hauptsache, die Leute können da erstmal drüber und wir können die Zebrastreifen wegmachen. So, und dann machet mal von da nach da. Nee, dahin, genau. Warte, da. Nein. Ja, so, genau. Von da nach da. Und dann von da nach da. Mach es da rein. Jawohl, jetzt haben wir erstmal die Brücke. Oh Gott, ist das schief. Ja, egal. Hat er halt einen Knick in der Optik gehabt. Kann er auch nicht ändern hier jetzt. So, und jetzt müssen wir irgendwie schauen, dass wir die Zugänge hinkriegen. Das wird jetzt die Creme de la Creme. Ich sag's euch. Oh, da wartet, da sah es schon ganz gut aus, glaube ich. Oh Gott. Moment, das haben wir da, das sah schon da, da war schon ja nicht so schlecht. Das war doch da gerade. Ich hab's doch gerade schon gesehen. Warte, warte, warte. Stopp, stopp, stopp. Halt, halt, halt. Ich muss gucken, warte, ich muss da oben rein. So, und jetzt muss ich runter, runter, runter. Irgendwie runter, Hauptsache runter. Nein, es geht so nicht. Eine Spirale geht auch nicht. Muss doch aber gehen eigentlich. Sieht doch eigentlich auch so aus, als würde es gehen. Das verstehe ich immer nicht so ganz. Und hier ist vor allem auch noch viel Platz an der Stelle. Warte mal, vielleicht von hier. Da ist so viel Platz an der Stelle, ja, und trotzdem geht's nicht. Vielleicht vom Zentrum aus. Hang zu steil. Ach komm. Willst mich doch rollen hier. Wie viel Platz braucht der denn da, ey? Das ist doch nicht normal, Mann. Warte mal, wie ist denn das, wenn wir das vielleicht hier auf der Seite probieren? Ja, vielleicht doch lieber ein Fußgängertunnel. Ich meine, das geht ja auch, ne? Lass mal lieber einen Tunnel probieren, tatsächlich. Also, wir halten fest, Fußgängerbrücken, ja, ist nett und so, aber ich glaube, das ist einfach vom Aufgang her schwierig. Was ist denn das hier eigentlich? Ach, das ist auch so ein Fitnesspark auch noch. Komm auch noch dazu. Warte mal, schieb den mal zur Seite noch ein Stück. Ach so, der geht da gar nicht. Dann schieb den mal hier hin. Nee, da ist er auch im Weg. Moment, schieb den mal weg da. Alle weg hier, ich brauche Platz. Dann müssen wir natürlich auch da hier noch Platz haben. Das müssen wir natürlich da unten drunter durchziehen, ne? Überlappende Objekte. Das ist, glaube ich, dasselbe Problem wie bei den Brücken am Ende des Tages, ne? So, muss mal schön hier in das Raster rein und dann gehen wir runter, 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 so. Jetzt müssen wir schauen, dass er da auch runter geht im 90 Grad. So, jetzt müssen wir schauen, reicht das schon? Mit dem Winkel. Jetzt hätte ich es gerade machen müssen. Egal. Reicht das, um da... Nee. Reicht leider nicht. Wie weit muss ich denn da runter, dass ich da drunter durchkomme? Das ist halt auch so eine Frage. Oder ich muss erst... Moment. Ich muss erst das Segment unter der Straße bauen und dann wieder die Rampe. Aber dann ist wieder nicht genug Platz für die Rampe da. Er soll ja eigentlich 90 machen. Aber irgendwie ist er hier auch falsch ausgerichtet. Irgendwie. Er richtet sich irgendwie an... Hier dran, da dran muss er sich ausrichten und nicht hier dran. Okay, dann ziehe ich es lieber von hier nach da. Das scheint besser zu funktionieren. Machen wir es mal so, genau. Das Raster ist da auch ein bisschen Banane tatsächlich. Ihr seid da mal jetzt live dabei, wie man hier frickelt mit dem System. So, jetzt muss ich gucken. Jetzt muss ich es so ziehen, dass er da auch rauskommt. Alter, braucht das viel Platz, ne? Guckt euch das an. Das ist schon ein ganz schöner Weg da. Da haben wir uns hier komplett das eine Gebäude weggekickt jetzt. Na gut, so ist es dann eben. Aber das ist ganz schön inconvenient immer noch mit den Faden. Weißt du was, da machen wir hier jetzt diese Zone hier, die machen wir jetzt hier noch weg. Und dann machen wir da jetzt den Spielplatz hin, würde ich sagen. Oder hier diesen einen Park, damit wir hier drüben den Platz dann haben. Hier den Park hin. Genau. Dann können wir jetzt hier den Überweg wegmachen. Das ist ein ganz schönes Gefrickel. Das ist mir ein bisschen zu viel Gefrickel, ehrlicherweise. Nee, mir fehlen Treppen, ey. Ohne Witz. Es wäre einfach viel einfacher, wenn man Treppen verwenden könnte für diese Unterführungen. Und eigentlich muss man ja eine riesige Fläche um die Kreuzung drumherum reservieren. Aber ich meine, gut, das kann man natürlich dann mit Parkanlagen auch wieder ausgestalten, ne? Und hier dann auch Bäume pflanzen und so. Ich meine, das ist ja auch eigentlich ganz schön. Das hat dann natürlich auch wieder einen Lebensqualitätswert, sage ich jetzt mal. Hier.
Guckt die Lebensqualität an. Die reine Lebensqualität, die ich hier verteile. Guckt euch doch diese Lebensqualität an. Wenn da einer mal hier so hier stolpert da an der Kante und fällt dann hier runter. Ah! Und wenn dann da unten noch einer läuft, dann. Ah! Und wenn sie dann sich treffen, dann. So läuft das dann, ja. Ach, meine Stadt ist einfach ein Traum. Lebensqualität pur, solange bis du stolperst. Darfst halt nicht stolpern, dann ist Ende mit Lebensqualität. Treppen und Aufzüge, ja, die fehlen halt, ne? Oh Mann, ey. Aber ganz schönes Gefrickel, ja. Das mit, sag das mal einem Rollstuhlfahrer mit Treppen ist praktischer. Ja, der kann ja den Lastenaufzug benutzen. Da müssen wir halt daneben noch einen Aufzug hinbauen. Hilft ja alles nichts. Ein Lift. Mal so richtig liften lassen. Ist eh keine schlechte Idee. Komm jetzt, wenn ich jetzt eh schon dabei bin mit dem Rumgefrickel, weißt du, da kann ich auch gleich weitermachen. Oh mein Gott, liebe Freunde, es ist die pure Eskalation. Guck mal, da geht's, dass ich das da direkt an die Straßenkante ran mache. Hier, und jetzt ziehen wir das hier einfach nach oben. Und wehe, du machst das da jetzt nicht in den... Oh, der hat er gerade... Oh, guck mal. Oh. Hä? Warte mal, das stimmt irgendwie nicht. Oder? Ja, gut. Wie war das mit dem Rollstuhlfahrer? Aber das scheint die einzige Möglichkeit zu sein, das vernünftig zu verbinden. Warte mal. Das ist eine Skate-Rampe für Rollstuhlfahrer. Nicht schlecht. Da können sie... So eine Halfpipe. Wir machen einfach eine Halfpipe draus. Warte, wie weit kann ich da... Okay, das geht aber, oder? Ja, das ist ein bisschen... Ja, das ist immer noch interessant. Ich glaube, das ist mehr eine Kurve, oder? Das liegt mehr daran, dass es eine Kurve ist. Ich glaube, das passt jetzt. Besser als nix. So, und jetzt müssen wir noch irgendwie auf der Seite hochkommen. Halfpipe für Rollstuhlfahrer. Oi. Nicht schlecht. Warte, da will. Nimm doch den Schniepel mal dahin, wo er hin soll. That's what she said. Immer schön den Schniepel schniepeln. So. Warum ist da jetzt wieder Eskalationspotenzial? Weil er wieder irgendein Problem hat hier. Warum hat er denn nur immer so Probleme? Ich verstehe seine Probleme überhaupt nicht. Weil da die Straße ist. Die ist irgendwie im Weg. Die will er irgendwie nicht. Okay, er muss noch ein Feld nach vorne. Verdammt nochmal. Weil er sonst wieder sich hat. Weil er sich sonst wieder komisch hat. Ja, weil... Ah, Mann, Alter. Junge. Wirklich, ey. Da kriege ich doch einen Kasperkopf hier, ey. Wirklich. Ja, komm, so jetzt. Komm, so machen wir. Und dann da... Ja, warte. Ja, was ist denn das? Ja, so. Ja, nice. Nein, da ist eine Ampel. Ah, ich hasse Ampeln. Weg mit der Ampel. Nein, was das? Den ganzen Gehweg weg, Überweg. Da auch weg, genau. Brauchen sie nicht mehr jetzt. Nehmt die Tunnel. Nehmt meine Hochsicherheitstunnel. Kommt, das kriegen sie noch hin, oder? Ah, da ist noch ein Überweg. Da ist noch ein Überweg. Weg. Kein Überweg. Das geht doch jetzt, oder? Die können doch da jetzt langlaufen, oder nicht? Müssten sie eigentlich können. Sonst weiß ich nicht, was los ist. Guck mal, da haben wir schon uns hier. Bärchen macht es kompliziert. Ich verstehe gar nicht, wie meint ihr das, dass ich das kompliziert mache? Ein Tunnel im Kreis und von beiden Seiten anschließen. Ja, wie soll ich denn einen Tunnel im Kreis machen? Wie soll ich das denn von beiden Seiten anschließen? Das war ja schon von oben ein Problem. Wie soll ich das denn alles da nach unten reinfingen? Das Problem, pass auf, das Problem ist, der Aufgang braucht einfach eine gewisse Distanz zur Straße. Und das kriege ich auch nicht hin, wenn ich das kreisförmig mache. Unterstelle ich jetzt einfach mal. Weil das wird schwierig, glaube ich. Oder ich muss es nochmal offscreen probieren, ob ich das noch besser hinkriege. Aber ich sag's mal so, Unterführungen sind momentan einfach noch sehr frickelig. So oder so. Unter dem Kreisverkehr und von jeder Seite ein Zugang zum Tunnel. Wo haben wir denn einen Kreisverkehr, wo wir ein bisschen mehr Platz haben, wo wir das schon direkt ausprobieren können? Ein Kreisverkehr. Da sind sie gleich überfordert, nicht schlecht. So, jetzt hast du gesagt, ich soll einen Kreis unterirdisch machen.
Ein Fußgängerkreis. Okay, warte, da müssen wir mal gucken, so dass wir auch unterirdisch sind, genau. So, und jetzt sagt er, einfach einen Kreis machen. Was piept denn hier so komisch? Ach, das ist hier der Sendemast, na toll. Guck mal, da geht's schon los. Da ist schon direkt Stress im Verzug. Was ist denn das da schon wieder? Wo will er denn da schon wieder ran? Okay, wir sind anscheinend noch zu weit oben. Nee, irgendwie, das ist alles nicht vorne und nicht hinten. Nicht Fisch und nicht Fleisch. Nicht Norden und nicht Süden. Nicht Osten und nicht Westen. Das ist weder das eine noch das andere. Alter, willst du mir eigentlich die Ohren wegfetzen hier gerade? Oder was willst du hier gerade eigentlich von mir? Guck mal, der macht das auch nicht richtig. Der macht das, wie er es will, aber nicht, wie er es soll. Der macht Sachen. Aber ich kann auch Sachen machen. Pass mal auf, mein Freund, jetzt hier. So meint er das nämlich. Ja, ist ein perfekter Kreis, wie wir sehen können. Definitiv ist überhaupt nicht eierisch. So, dann ziehen wir jetzt hier. Was da gesagt? Was hat er gesagt? Ich soll das hochziehen, hat er gesagt. Das kannst du auch vergessen. Ist doch viel zu weit unten. Es wird doch nichts. Kannst du knicken. Guck, wie du es knicken kannst. Das wird nichts. Das Problem ist hier, dieses Stück ist das Problem. Ja, okay, bis hierhin geht's vielleicht, ja. Vielleicht, wenn man das, kann man das vielleicht irgendwie, wenn man das von hier so anfängt vielleicht dann so. Ich weiß ja nicht mal, ob ich es überhaupt richtig treffe hier. Moment. Ach Mann, ey, das ist aber auch ein Gefrickel, ey. Ich sag's euch, das ist so ein Gefrickel. Ich sehe ja nicht mal, ob ich das treffe, das Ding. Jetzt und hoch jetzt, komm. Nee, da ist doch wieder hier alles im Weg, ich sag's euch. Das war gerade eben, habe ich es fast schon gehabt. Das ist halt echt, man weiß halt nicht, ob man drunter ist, drüber und hast du nicht gesehen und überhaupt. Das ist ja noch schlimmer. Oben sehe ich wenigstens, wo ich dran snappe oder nicht. Unten sehe ich ja gar nichts, ey. Ungültige Form, sagt er auch. Ungültige Form, er beschwert sich die ganze Zeit. Hier scheint es, als würde er es akzeptieren. Aber bringt mir das auch was? Bringt mir das was, dass er es akzeptiert? Oder bin ich hier, ziehe ich hier den Kürzeren? Was passiert und wo bin ich überhaupt und wie heiße ich überhaupt? Hier, so und dann hier rüber. Der Wahnsinn. Jetzt haben wir schon mal einen Zugang, wenn er überhaupt angeschlossen ist. Ich kann es nicht beurteilen, ob es unten angeschlossen ist. Es scheint aber in den Tunnel reinzugehen, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. So, und nun müssen wir irgendwie hier die anderen Seiten auch anschließen. Ja, das kann ja was werden. Ist ja auch voll einfach gewesen, war hier. Kannst du doch hier, geht doch ja nicht hier. Guck mal so und dann hier hoch. Da haben wir vielleicht schon mal die andere Seite angeschlossen jetzt, wenn wir jetzt Glück haben. Nee, haben wir nicht. Wir haben leider Pech. Hätte ich wohl den Kreis vielleicht einfach noch größer machen müssen, wa? Unterirdisch? Ich habe keine Ahnung. Das liegt sicher vor allem am schrägen Boden. Ja, das kann auch sein, dass man vorher vielleicht einfach den Boden begradigen muss, ja. So oder so, es ist ein maximales Gefrickel einfach, ja. Es ist einfach maximales Gefrickel und ich muss ehrlich sagen, ich finde das nicht besonders praktikabel. Wenn ich halt wenigstens wüsste, ob ich auf der richtigen Höhe bin oder nicht, das sieht man halt auch überhaupt nicht richtig. So, okay, hier so funktioniert es jetzt. Ja, okay, jetzt haben wir sogar mal da eine Schräge hingekriegt. Mann, 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 Mann. Jetzt kommen sie doch aber von der Seite, ganz easy zu der Seite. Nur zu der Seite kommen sie jetzt halt noch nicht. Warte mal, was ist denn, wenn wir jetzt da einfach von dem... Alter, dieser Turm, der dann einen auch immer ins Ohr piepst hier, ey. Gott. Also, wenn die Leute, die da wohnen, sind aber auch nicht zu beneiden, ey. So machen wir das jetzt. Jo. Nicht schlecht. Kann man mal so machen jetzt. Sind auch dann gleichzeitig auch die Bunker, wo die sich dann zurückziehen können, wenn Fliegeralarm ist. Okay. Dann machen wir das mal jetzt so. Wir machen jetzt hier einfach die Überwege weg, weil die können ja da einfach rüber jetzt, oder nicht? Ja gut, hier können sie nicht rüber, aber hier können sie rüber. Ich mach die jetzt einfach weg. Sollen sie halt drüber fliegen, ist mir doch wurscht jetzt. Und dann hier rein. Ach, die kriegen das, die machen das schon. Die machen das schon. Wirklich. Das ist halt, warum den letzten Zugang? Ja, weil halt, weil ich Bock hab. Weil da eh kein Platz mehr für was anderes ist. Was soll ich denn da noch hinbauen jetzt? Hier, eigentlich müsste ich hier auf die Seite noch einen Ausgang machen, ich weiß. Aber das ist halt irgendwie durch das Gefälle, weil das geht hier nach oben irgendwie. Das kannst du vergessen, das kriegt der da nicht hin. Und vielleicht, wenn wir den Turm noch ein bisschen zur Seite schieben.
Hier könnte es noch gehen. Ja, warte mal. Hier geht's noch. Okay, so machen wir das jetzt. Pass auf, so. Ja, da war es noch. Und dann hier. Okay, von hier. Jawohl. So, jetzt. Was für ein tolles Geräusch. Das ist so richtig geil beim Bauen. So, hier. Weg damit. Alles weg damit. Jetzt haben wir alle Übergänge beseitigt. Ja, das sieht so richtig geil aus. Hatte ich da, wie viele Zonen habe ich jetzt eigentlich zerstört, um das zu bauen? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Können wir da Kommerz noch hinsetzen zufällig? Nee, die wollen da auch kein Gewerbe gründen. Hier vorne an der Kante vielleicht noch. Da wollen sie noch was machen. Okay, egal. Auf jeden Fall, Park! Ein kleiner Platz. Guck mal, der passt da genau da dran noch. Nicht schlecht. Da freuen sie sich dann auch. Und ansonsten machen wir noch ein paar Bäume dazwischen. Dann passt das. Nein, warte, was war das? Hier mit dem Tool sollst du das machen. Bäume sind Schäume. Und dann machen wir das mal hier so ein bisschen. Ne? Das beseitigt auch die Umweltverschmutzung. Hier so. Dann sehen die das nämlich auch nicht, dass die da unten drunter lang gehen können. Das ist nämlich auch so eine Strategie von mir, dass ich das alles so zupflanze, dass die das überhaupt nicht sehen können, dass die da durch können. Hervorragend, nice. Ein moderner Stern, ja. Das ist moderne Kunst ist das. Ich nenne es Bunkerspalten. Oh, man kann den Funkmast ja noch aufwerten. Das sehe ich jetzt erst, eine Bandbreitenerhöhung. Ich kann das Netz ausbauen. Drahtlos Netzwerkantenne. Was? Der Wahnsinn. Das merken wir uns mal für später, den Netzausbau. Nicht schlecht. So, und jetzt noch ein Kreisverkehr mit einer Gehwegkreuzung drunter her. Spalten in einem Bunkerkörper. Sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Sieht aus wie ging nicht besser, weil hingefrickelt und hast du nicht gesehen und Treppen gibt's nicht. So sieht das aus. Warum gibt's keine Treppen? Warum gibt es keine Treppen? Und Rollstuhlfahrer habe ich hier übrigens noch keinen einzigen gesehen in Cities Skylines 2. Davon mal abgesehen. Nur Leute, die mit Unterwäsche durch die Straße laufen, habe ich schon gesehen. Aber keine Rollstuhlfahrer. Hat was von U-Bahn-Eingang. Ja. Das wird dann eh noch lustig, wenn wir da an den Stellen dann noch eine U-Bahn verlegen wollen. Ja, Heidewitzka, da müssen wir unter diesen Fußgängerbrücken dann noch, Tunneln noch drunter durch irgendwie. Eine Kreuzung wäre viel leichter. Ja, vielleicht, eventuell. Naja, da muss man, glaube ich, noch mal ein bisschen schauen, wie da die beste Option ist einfach. Aber ich sag's mal so, aufgrund der Tatsache, dass wir da jetzt schon ein paar Fußgängerüberwege an diesen Kreisverkehren beseitigt haben, ist der Verkehrsfluss schon mal deutlich besser geworden, finde ich. Also, gerade hier hinten auch. Hier hat sich das schon positiv ausgewirkt. Also ja, ich weiß, auch mit der Brücke, ne? Aber es ist schon... Ich meine, auch diesen Überweg, den können wir uns theoretisch ja auch sparen, ne? Den braucht man ja eigentlich auch nicht mehr. Weil die können ja dann hier drüber, da können sie ja drüber und dann können sie hier hoch eigentlich. Müssen sie halt ein Stückchen weiterlaufen. Aber so ist das halt. Ich muss sagen, ich bin mit der Fußgängerbrücke deutlich zufriedener als mit der anderen Lösung da, mit der Tunnellösung. Ich finde, da braucht es eine Autofunktion für so eine Kreuzung ausbauen mit Überwegen oder Unterführungen. Ja, das ist immer so ein bisschen das Problem. Je freier so ein Bausystem halt ist, desto schwieriger ist es halt, das dann auch praktikabel zu machen. Weil je mehr Freiraum du dem Nutzer gibst mit den Kurven und mit den Winkeln und hast du nicht gesehen, desto eher muss man halt rumfrickeln, um das dann alles aufeinander anzupassen. Ne? Sie haben sich aber schon Mühe gegeben, das muss ich an der Stelle auch mal sagen, dass man so bestimmte Rasterpunkte hat, wo man dann etwas leichter so einen Weg setzen kann. Aber ich glaube, unterirdisch ist auch tatsächlich nochmal eine Idee schwerer als überirdisch. Weil überirdisch siehst du die Sachen einfach besser. Unterirdisch hast du noch das Problem, du siehst nicht genau, wie tief du bist. Und du musst dann gucken irgendwie, dass du das irgendwie da rangefrickelt kriegst, also auch die Rampe und so. Und das ist halt oft nicht gut zu sehen. Und du weißt teilweise nicht, bin ich jetzt dran am Weg, bin ich nicht, bin ich drüber, bin ich drunter? Pff, keine Ahnung, ja, kannst du visuell schlecht beurteilen.
Und hier bei so einer Brücke, da siehst du wenigstens, was du machst. Insofern würde ich immer auch eine Brücke dann eher bevorzugen tatsächlich und einen Tunnel eher nicht machen. Und an dieser Stelle endet diese Folge City Skylines 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu City Skylines 2, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen, da wird es für euch nicht teurer. Aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis und das ist eine sehr coole Möglichkeit, um meinen Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao.